Was geht, was geht, was geht? Ey, Previs, was geht ab? Also Nicht Messi viel, sagt, du Bruder. schuldest ihm Geld. Ja, schuld ich auch. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich habe ein Video, ich habe das Video aber auch rausgenommen. Aus Prinzip habe ich es rausgenommen, weil ich es nicht gezahlt habe. Oh Mann, Alter. Ich bin ehrlich, es tut mir auch leid. Ich wollte ihm das Geld auch geben, bla bla bla. Aber dann haben wir uns einfach so verstritten, dass wir einfach keinen Kontakt mehr hatten. Und ich finde es schade. Aber Ach, scheiß Freunde. drauf. Es ist, wie es ist, Mann. Habt euch lieb. Video, Dragster. Schreib mir einfach privat, Digga. Ich kann es immer noch geben, Digga. Wie schon gesagt, du musst einfach nur schreiben, Mann. Ach, Leute, was geht Aber hier? egal. Wie geht's dir, Kandi, Bruder? Wie geht's dir? Alles super. Ja, Mesut macht Diss-Track gegen dich. Wer macht das Track gegen mich? Mesut. Mesut. Ja. Mesut. Oh, Mesut. Okay, mach das Track. Dann machen wir ein bisschen Rap wie in München. Ja. Wie bei dir, so habe ich da auch einen Hater. Scheiß drauf, Bruder. Ist mir Fucker, Mann. Ich gebe ihm sein Geld fertig aus, soll er mich nicht nerven. Ach, Mesut ist ein cooler Typ, hat mein letztes Mesut Video ist, auch gemacht. ich bin ehrlich zu dir, Mesut ist ein herzensguter Mensch. Weißt du, er hat zwei Videos für mich produziert. Auf Ehre hat er die auch gemacht, dass ich die später zahlen konnte. Das zweite Video habe ich vergessen zu zahlen. Da habe ich ihm eine neue Nummer gehabt, bla bla bla. Haben wir uns auf Kontakt verloren. Und so war das eben. Ja, dieses Vergessen und auf einmal neue Nummer und so kennen wir alle. Aber Bruder, es war nicht mit Absicht. Irgendwie so tat mein Instagram. Ich habe ihn sogar auf Instagram, ich habe sogar Agro Picasso geschrieben, dass ich ihm sein Geld geben will. Mesut ist raus. Hau rein, Mesut. Weißt du, was ich meine? Mäßig doch auch rein, Bruder. Schreib dir privat, Digga. Ich gebe dir dein Geld. Sonst alles gut bei dir? Ja, aber Bruder, bin am Produzieren gerade. Habe hier mein Home-Studio hier aufgebaut. Hier mein Laptop. Hier mein kleines Studio. Cool. Ja, Digga. Das sind ja alles Demos, die ich auf meiner Instagram-Seite habe. Und Bruder, wie schon gesagt, Musik hat mein Leben verändert. Was machst du, Weißt du, was ich Album meine? oder was? Wie bitte? Was machst du jetzt, EP, Album oder was? Bruder, ich arbeite an einem Album und wenn das Album fertig ist, ja, dann hoffe ich, rasiere ich. Ich hoffe es, Bruder. Wenn Gott es will, dann passiert es. Wenn er es nicht will, dann passiert es nicht. Dann bin ich noch nicht reif genug dafür. Aber ich Ja, bleibe auf jeden Fall dran. mach anständig, mach Mache ich anständig. auch, Bruder. Ich kann dir sogar zeigen, was ich heute aufgenommen habe, Bruder. Warte. Hey, du Bruder, guck, guck, guck. Ich Warte, bin ich kann hier oben dabei. deine Kamera. Warte. Es ist jetzt, ich mix das selbst ein bisschen, Bruder. Und hör rein. Okay. Okay, Bruder, es ist nur, ja, warte. Wieso ladet das nicht lang? Ah, ich hab vergessen auf. Sekunde. Mit Autotune, bitte. Pass auf. Sitz und wieder voll verplant in der U-Bahn. Zug vorm Plan, bin viel zu verplant. Ich folg meinen Sinn, ich folg meinen Instinkten. Sie bringen mich an die Spitze dieses Bergs. Ich schätze den Wert bis an die Spitze. Also reiß deine Witze oder deine Sprüche, glaub den Gerüchten. Ich bin hier, um Musik zu produzieren, um so Beaches wie euch zu produzieren. Alle frühe Geschichte, ich weiter probieren. So gefallen wie ein König. Möglich, Ich höre den Beat nicht, Digga. was? Ich höre den Beat nicht, aber auf jeden Fall, ich bin gespannt. Das Warte, ist einfach. Bruder, warte, ich mach lauter, Bruder, hör nochmal, hör nochmal. Das war jetzt ein bisschen peinlich, Digga, wenn du Beat nicht gehört hast, Digga. Habe ich mich voll blamiert, Digga. Scheiße, Bruder, sorry, ich bin voll high, Bruder, tut mir leid, auf Ehre, ich bin voll high. Alles cool. Hältst du hin, Bruder? Hörst du jetzt? Ja. Sitzen wieder voll verplant in der U-Bahn. Zug vorm Plan, bin viel zu verplant. Ich folg meinen Sinn, ich folg meinen Instinkten. Sie bringen mich an die Spitze dieses Bergs. Ich schätze den Wert bis an die Spitze. Auf den Beinen, also reiß deine Witze oder deine Sprüche, glaub diesen Gerüchten. Ich bin hier, um uns zu produzieren, um so Bitches für euch zu provozieren. Alles Rede, Geschichte, ich weiter probier. So aufgefallen wie ein König. Nichts ist unmöglich, Dinge sind nicht nötig. In meiner Straße regiert. Ja, mit Beat finde ich es jetzt nicht scheiße.
Aber muss man hören, wenn es fertig ist. Ja, Bruder, ist selbst gemixt, Bruder, selbst gemixt. Und einfach noch eine Demo, Bruder, weißt du, nur für mich zum Reinhören. Nur eine Demo. Weißt du, was ich meine? Leute, das in Ruhe. Also die sind hier alle... Wir sollen nicht schreiben, was wir, ich lese ja mit, man sollen nicht schreiben, was wir wollen, sie können alle fett einlutschen. Ich schwör's ja. Mal, keiner... Egal, können sie mir fett einlutschen, fertig aus, man. Wenn sie was sagen wollen, sollen sie mir privat schreiben, fertig aus. Bolos, Previs ist einer für Battlefield Freestyle, glaube ich. Ja, schau, Previs, da siehst du, Sass One sagt schon, komm vorbei, macht es bei ihm. Ja. Soll er mich schreiben? Oder ich habe sogar mit dir schon geschrieben über dich. Ich habe erst so ein Feuersmiley geschickt, was auf meine Reaktion, was ich geschrieben habe. Habe ich geschrieben, es ist doch die Wahrheit, Mann. Es sind kleine Kinder, die dich haten wegen deiner Musik. Es sind Kinder, Mann. Dein Album hat rasiert, fertig aus. Ja, mein Album hat echt gefickt. Aber zu Sass One kannst du auf jeden Fall gehen. Sass One, krass. Ja. Der hat auch ein paar Songs bei mir auf dem Album produziert. Ja. Mach das, geh zu Sass. Sass, hast du jetzt dein neues Video? Dein neues Studio. Oh, Previs ist irgendwie abgekackt. Previs nicht mehr am Start. Previs hängt. Leute, existiert hier noch? Ja, jetzt ist Previs draußen. Anscheinend. Scheiße. Haben wir noch irgendeinen Gast? Previs ist wahrscheinlich kein Akku mehr. Ja, cool, Digga, aber Sass, wenn du dein Studio hast, Alter, bin ich mal gespannt. Du arbeitest gerade auch an der EP, oder? Arbeitest du an unserer EP? An unserem Sampler? Sass? Ich will jetzt hier nicht zu viel fronten. Aber bist du da dran? Fragezeichen? Nice. Das finde ich auf jeden Fall schön. Ja, Leute, wir haben dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Sampler am Start. Und Sass ist da am Basteln. Das ist auf jeden Fall schön, Alter. Oh, Previs ist wieder da. Wir holen Previs wieder rein. Wenn jemand anders rein will, sag mal Bescheid. Da können wir mal hier mehrere Leute holen. Ich wollte eigentlich Stress machen. Aber irgendwie passiert hier nichts, Leute. Es passiert einfach gar nichts. Kiki pennt auch schon. Was? Hey, was geht ab? Akku leer oder was? Du hängst schon wieder. Leute, wo ist der Beef? Kiki schläft auch schon. Hund nur am Pennen, Alter. Travis, dein Internet ist scheiße. Leute, wir brauchen den nächsten. Wallos, schick mal Anfrage. Sass One, schick mal Anfrage. Lass mal quatschen. Oder Wallos. Manu, sag mal den Haters, die sollen reinkommen, Alter. Ich hab eigentlich voll vor, hier Stress zu machen. Das war eigentlich der Plan. Jetzt haben wir hier so eine Harmony-Runde. Ja, ich habe auch gedacht, Mann, jetzt ist alle sind hier nett und nett zueinander. Aber es gibt kein Beef. Von dem Beef? Also wenn ihr wollt, dann erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen den Beef. Ich habe einen habe ich geblockt, Freunde. Ich habe einen geblockt. Also, Freunde, am Ende des Tages pissen die mich einfach alle an. Digga, der Zahni ist nicht in der Lage, mit mir ein normales Gespräch zu führen. Und solange der das nicht hinbekommt, dann soll er sich ficken. Markus am Start. Okay. Ich hole mal Marco rein. Marco auch langer Homie. Hat von mir viel Zeug produziert damals. Hey. Peace.
Alter. Was geht? Digga, wenn du gerade von Sonny redest, der hat meinen Nachbarn abgezogen. 360 Euro, einfach so, weißt du, und hat ihm gesagt, du rappst nicht gut genug, lass dir das eine Lehre sein und so ein Scheiß in seinem Studio. 360 Euro? Ja, man hat ihm abgezogen und nicht zurückgegeben, Alter. Warum? Wieso? Warum? Der hat halt mit einem Homie da halt aufgenommen. Ich wollte ihn ja einladen jetzt rein, aber ich habe ihn nicht auf Instagram, sonst hätte ich ihn verlinkt. Dass er dir das genau erklärt. Ich kenne ja nur die Geschichte von seiner Seite. Ich weiß die Geschichte von Sony jetzt nicht. Also ich habe da jetzt so nur eine Seite der Geschichte gehört. Die sind zu ihm zum Aufnehmen gegangen. War alles cool und dann hat er halt gemeint, ja, ihr müsst an eurem Reimschema arbeiten und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und dann hat er ihm nur so halb gebounced Dinger rausgegeben und keinen fertigen Track in dem Sinne, hat er gar nicht fertig irgendwie aufgenommen. Und ich weiß nicht genau, wie die Geschichte war, Der Lutscher. aber Der richtiger nur, mächtiger Produzent, der Typ. ja, nur so, wenn schon kein Beef gibt, weißt schon ein bisschen Kohlen ins Feuer. Ja, es gibt hier kein Beef. Wir sticheln einfach ein bisschen. Hä? Ja, Was geht eben. ab? Ja, Ja. aber Digga, ist halt immer schade. Weißt du, was ich meine? Alle immer große Fresse. Und am Ende haben die alle nur Leichen im Ja. Keller. Laut. Also ich will jetzt nichts über Sonny oder so sagen. Ich kenne ihn ja eigentlich persönlich nicht. Ich kenne halt so seine Leute. Baba Bär und Jay kenne ich, habe ich Weißt du kennengelernt noch, wo und wir damals so. das Video für den gemacht haben? Für den Ja, Banger? ja. Ja, ich weiß schon, der hat sich mit seinem Homie gestritten und dann hat er gesagt, ne, schneid den raus und so, Video Ja. war schon fertig. Alter. Digga, ich habe 8 Wochen daran gearbeitet, gell? Mit so einer Sony Ja. Vegas Videomaker-Version, die hängt und so. Mach ihm das scheiß Video fertig und dann schreibt er mir so, ja, Bro, ich habe mit dem Stress und so, schneid den mal raus. Und der war einfach in jeder scheiß Szene drin. Ja, Mann, aber siehst du, das ist ja, was weiß ich, das ist so fast 10 Jahre her oder so, keine Ahnung wie lange. Ja, Mann. Alter, Leute schieben immer noch Filme. Ohne Scheiß. Also Baloo kenne ich schon echt fast 10 Jahre, Digga. Ja. Schon heftig. 2012 oder so war das. Alter, Eigentlich war alles Mann. cool mit denen. Grüße aus München, ne? Prost, Digga. Prost, auf jeden Fall. Gönn dir. Echt, bei dir würde ich jetzt auch mitsaufen. Ja, Mann, mit Aber ich mir habe macht immer aufgehört. Spaß, gell? Ja, ich habe aufgehört. Ich gehe gerade so ein bisschen den geraden Weg, Digga. Ja, klar, muss man schon. Ich gehe immer Ja. so, weißt du, schon neben der Straße, so auf der Straße laufe Ja, wer läuft denn gerade draußen rum, Digga? ich nicht. Erstens kalt, zweitens Lockdown, Digga. Hast du sonst überlebt? Ja. Wer überlebt habe ich, siehst du ja. Ich stehe da, stabil, alles gut. Ja, Mann. Ja. Ja, warte mal, ich versuche hier gerade den Chat noch so zu verfolgen. Langsam füllt sich auch. Ist cool. Ich hätte gerne mal Sony in dem Chat. Oh, Kiki hat Albträume, Digga. Crazy. Hast du meine Story letztens gesehen, die ich gemacht habe? Hat dir irgendjemand angeschaut hier, der hier teilnimmt gerade? Nee, habe ich nicht, muss ich zugeben, habe ich nicht. Ja, Über was Digga. ging's? Ich habe dann mal so die Story alles so ein bisschen aufgerollt. Und, mal so die Sicht der Dinge erklärt, Digga, wie lächerlich das eigentlich ist. Und dass sie hier alle aber immer so Ansagen machen in ihren Insta-Stories. Und so tun, als wären sie die übelsten Mafia-Paten. Und am Ende Ja, aber ist es halt einfach. das war doch schon immer so. Ja, Digga. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Die sagen alle, die sind Rapper, Digga. Und am Ende des Tages, wenn es dann darum geht, zu rappen, dann sind plötzlich alle immer wieder. Wir sind übrigens Gangster und bla bla. Bro, weißt du, was ich für Ansagen bekommen habe? Richtig krass. Ja, Mann, Alfie, Servus. Ja, Mann, mach Techno. Alfie ist am Start. Ja, Mann. Ja, Alfie auch so ein Kandidat, krasser Freestyler. Ja, einer der besten, die ich kenne. Ja, Mann. Ohne Scheiß. Ganz anderes Level, Digga. Gar nicht, Digga, der, was der Ja, weiß Autotune. schon, absolut eigenes Style und so, weiß schon, macht keiner irgendwie nach oder so. Ja, aber auch andere Werte, Digga. Das ist das Problem in dieser heutigen Ja, Gesellschaft. das sowieso und das von Anfang an stabil. Also nicht irgendwie jetzt dann, weil gerade Hip-Hop so ist geworden, sondern immer halt seinen eigenen Film gezogen. Ja, Digga, das Problem ist halt einfach, dass die Leute, also mittlerweile, meines Erachtens,
gar nicht mehr diesen Rap-Film checken, Digga, sondern dass hier immer nur noch es darum geht, irgendwie Scheiße zu labern auf Beats, Digga, und das im Internet cool zu vermarkten. Fetula auch am Start, mit dem habe ich heute gearbeitet. Was geht, Mann? Arbeitest du wieder, oder Ich was? zieh dir Leute hier rein, Ja, Digga, du checkst machst mich famous. du das? Digga, 13 Leute im Ja, gleichen. Mann, ich bin auch kaputt, Alter. Ich schreibe, ich sollte schon lange kaputt sein. Wir haben heute durchgezogen, ohne Ende. Wie viel hast du gesoffen heute? Nix, mein zweites Bier jetzt. Hm. Nix für meine Verhältnisse. Ja? Ohne Scheiß. Ich habe ewig nicht mehr getrunken, Digga. Ich bin voll auf diesem clean Film. Ja, ist ja auch gut so. Muss man immer machen. Ja, Logo, Mann. Ich muss jetzt echt pennen. Ja. Ich schau dir noch ein bisschen zu. Mach Ach, noch ein boah, voll bisschen der Beef. tote Livestream. Ich bin jetzt wie lange? Halbe Stunde. Nichts passiert. Aber ja, Bro, wir telefonieren einfach die Tage, okay? Ja, Petra schreibt, ich habe nur Kaffee getrunken heute und so. Alter, einer muss ja, weißt Ja. du? Ja, Mann. Deswegen kann ich nicht schlafen. Okay, hau rein, Mann. Peace. Hau rein, Digi, hau rein. Okay, gibt es jetzt noch irgendjemanden, der Beef macht? Okay, worum geht es hier? Und lass mal einfach was starten. Wir machen doch alle Mucke, lass uns zusammen machen, bla bla. Ich habe deine Beats heute angehört. Puro, Puro, Pyro, Pyro. Und schick mir mal einen anständigen Link, weil mein Insta war vorhin ein bisschen abgekackt, aber ich höre auf jeden Fall demnächst rein. Und ja. Also es gibt keine Diskussion hier. Ich wollte mir sagen, es wird jetzt hier nicht diskutiert. Ich bin eine halbe Stunde im Livestream und niemand will mit mir diskutieren. Schade, Leute, schade. Richtig lame. Travis hat wenigstens hier noch ein bisschen Party gemacht. Ja. Alpha. 17. Warte, Travis, du kommst noch mal ran. Hey, Jo, hallo. ich bin gleich da. Ich ziehe mir nur schnell ein T-Shirt an. Weißt schon, zwecks Pornomafia und so. Okay, mach das, Digga. Travis, du kommst auch noch mal rein, wenn du möchtest. Alles klar bei dir? Ja, Digga, bei dir? Lockdown, Lockdown. Mir geht halt hier kaputt irgendwie. So Am beschissen Rumgammeln. irgendwie. Ja, richtig am Rumgammeln. Bist du irgendwann verrückt irgendwie, weißt schon. Ja, voll, Digga. Wohnst du alleine? Besonders wenn ich keinen Job und sowas und ich habe ja aufgelegt und so und habe Cash gemacht und Unterhalt gezahlt für meinen Kleinen. Jetzt halt nichts. Einfach nichts, alles tot, keine Auftritte, nichts, einfach tot. Ja, schon ewig. Das Nervige ist halt auch, dass die das die ganze Zeit so verlängern, auch spontan. Wie meint, ja, voll, keine Ahnung. Hey, was ich dich fragen wollte, machst du diese. Oder irre ich mich da? Machst du diese Artist-YouTube-Channel? Ich habe Artist Talk auf jeden Fall letztes Jahr ins Leben gerufen. Habe es in München jetzt gemacht, aber jetzt bin ich nach Berlin gezogen. Und jetzt macht es in Okay. München, macht es die Interviews macht der Buschbeier und der Alex machen weiter. Ich mache jetzt die Interviews in Berlin. Aber ich bin halt noch Okay. Admin, also ich arbeite noch im Hintergrund in München auf jeden Fall mit. Ja, ich wollte dir sagen, das ist richtig geil, was du da machst. Ich war mir eben nicht sicher, Danke. ob du das warst. So, weißt du, ich schaue sich, das ist er doch, oder ist er das nicht so? Und ich habe Ja. gesehen, dass du mit dem Kayo dich unterhältst und ich so, okay, er ist es. Ja. Also auf jeden Fall richtig geil, weil ich habe mir so gedacht, wieso erst jetzt, Alter? Ganz im Ernst.
So die Idee, was du da hattest, so die ist so genial, dass ich mir gedacht habe, Alter, aber halt viel zu spät, so, weißt du, so richtig. Ja, Ich bin mir Mann. echt gedacht, Alter, wieso hat er das nicht, oder überhaupt, warum hat das nicht irgendjemand, lass es verfickte Scheiße vor 13 Jahren gewesen sein. Das hätte, ich habe halt deine ganzen Sachen angeschaut so und habe halt so gemerkt, okay, da ist nicht nur einer, der Großes da Land. hockt und irgendwie labert, sondern da ist halt Konzept und da ist was, wo du sagst, hey, der Typ hat richtig Liebe für Hip-Hop München, so. Das ist ein krasser Schritt, den du gemacht hast, so. Da wollte ich dir sagen, richtig gut, Alter, richtig gut. Danke Und dir, wie Digga. du auch mit den Leuten redest und wie du richtig Interesse, die Plattform, wie du halt auch wirklich richtig gute Fragen stellst, so. Und wo du halt auch wirklich sagst, wo ich auch, was ich bei dir richtig krass fand, so, du bleibst halt wirklich auch bei diesem Hip-Hop-Punkt, so. Klar, Street hin oder her, aber weißt schon, so andere Leute, weiß ich, wie die alle heißen, ist TV Straßensound oder sowas. Ich sage jetzt nur Namen, damit man weiß, was ich meine, so. Da geht es immer nur um krass sein und was du auch vorhin mit KO gesagt hast, so, dass es dann immer nur um krass sein geht, so. Und du hast halt einfach gesagt, ja, krass hin oder her, am Ende sind wir alle tot und das ist vollkommen wurscht, so, weißt du, das ist immer was du das Gute hinterlässt, so, weißt. Und das fand ich richtig gut, dass du da halt wirklich immer so auf dem Punkt mit den Artists bleibst. Und auch der Name, alles, die Plattform, die ganze Arbeit. Danke. Cappy up. Ich höre nämlich geht mir echt ans Herz, Digga. Ich habe dich ja auch lange schon verfolgt, deine Freestyles gesehen damals und so in der Kellerperle noch, Buschfeuer und so. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool. Marco hat mir auch immer lange von dir erzählt. Finde ich geil. Ja, Digga, wir wollten das eigentlich, also so wie wir das hochgezogen haben, ist auch einfach, um auch mit irgendwie den anderen Städten ein bisschen zu konkurrieren, weil die das alle haben, weißt du, wir haben das halt nicht gehabt. Und, ja, Digga, war schwierig irgendwie in München. Und keiner hatte die Eier, das irgendwie durchzuziehen. Ich war der Erste, der dann auch gesagt hat, okay, komm, ich mache jetzt einfach mal. Und es hat sehr, sehr viel mit sich gebracht. Und ich glaube, jetzt, wenn wir das halt durchziehen, sagen, lass es nochmal 2, 3 Jahre sein, da kann auf jeden Fall noch echt was entstehen, so. Aber was hat dich denn so, also inspiriert? Also, was war denn das eigentlich? Also, wo du gesagt hast, was war so der Impuls, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird nicht mehr geredet und knallhart so? Eigentlich war das ursprünglich, habe ich mich mit Kandala, großes K, habe ich gechillt und wollte eigentlich, dass er, ey, Kandala, schau, großes K auch im Ja, Start. wenn man gerade von ihm redet, kommt er Ja. rein. Grüße, Janine. Servus, Digi. Und ja, ich habe ihm gesagt, er soll ein Interview machen, irgendwie bei Backspin oder keine Ahnung. Und er hat dann damals gesagt, dass es schwierig ist, als Münchner Künstler da reinzukommen. Und ich habe gesagt, hey, ich habe keine Scham, dich zu interviewen, weißt du so? Und ich kenne ihn halt, ich kannte viel über ihn, dann wusste ich, dass wir ein cooles Gespräch führen können. Da habe ich Ja, gesagt, voll. brauchst mal ein Interview. Und dann hat es halt sich so kettenreaktionmäßig irgendwie aufgebaut, weißt du? Dass dann jeder gesagt hat, hey, das ist dope, das ist cool und so. Und dann kam einer nach dem anderen. Jetzt am Ende des Tages halt, Digga, sind wir bis zu Alias gekommen. Und so weiter, Digga, finde ich cool. Und ich glaube jetzt auch halt bei mir, finde ich persönlich, ist auch ein bisschen die Grenze schon erreicht. Also ich wohne jetzt mittlerweile in Berlin seit 2 Wochen. Und der Buschbeier macht das jetzt weiter. Und ich finde, der Buschbeier ist ein Top-Typ und der kann da auf jeden Fall noch mehr rausholen, weißt du so? Weil der kennt jeden Artist in München, Mann, der kennt jeden so. Jeder war schon mal bei dem spielen und so. Der hat überall die persönlichen Stories und ich glaube, der Buschbeier ist der perfekte Typ für Artist Talk München. Ja, voll, auf jeden Fall. Also die Plattform gefällt mir auch. Also ich glaube, das erste Interview war auch, also was ich mitbekommen war auch mit Großes K und Samim und Half-Breed. Das hat mir echt richtig gefallen. Na, das war das schon in Artist Talk Folge 20. Also War das es echt erste. schon 20? Ja, also Krass. jetzt am nächsten Freitag kommt Artist Talk Folge 30 raus schon. Ja. Ich hab immer beobachtet, genau, was mir aufgefallen ist. Das fand ich richtig gut. Ich glaube, drei Leute waren das. Großes K, Teekanne und Wii78. Ich glaube, da hast du immer gefragt, was mit Feinkost geht, gell? Ja, Mann. Jedes Mal. Mit Alias habe ich auch gefragt, was mit Feinkost geht. Ja, ich finde die Feinkost-Paranoia-Story krass, Digga. Also Da irgendwie. gibt es unendliche, ganz im Ernst, unendliche. Also jeder von denen ist ein eigenes Individuum und es ist. Übrigens hat jetzt einer von Feinkost Paranoia, der 218 Ober, hat gestern ein Video rausgehauen, zum allerersten Mal. Echt? Nach langer Zeit? Kein Witz. Nach 30 Jahren. Das ist das erste 218 Ober Feinkost-Legende, also der Grundstein mit James zusammen, hat
gestern ein Video mit Rap und Autotune rausgehauen. Kein Witz. Krass. Auf YouTube heißt es, es ist, wie es ist. Also auf YouTube musst du nur es ist, wie es ist, München Rap oder sowas eingeben. Und das ist schon so eine Ansage. Also das ist, ja, es wird ein bisschen verstören, weil wenn man, also es ist nicht typisch Feinkost, überhaupt nicht, das ist was komplett anderes, aber er heißt auch da nicht 218 Nova, er nennt sich da Brian the Damager oder irgendwie sowas oder irgend sowas. Er hat einen ganz coolen Namen. Den kann man auch mal einladen dann mit Buschbeier, dass er mal über so ein Feinkost, über das ganze Ding redet. Keine Chance, wirklich. Glaubst keine du Chance. Nicht? Ich kenne so 3-4 Leute, so auch außerhalb, so Wildstyle Mac und sonst was, wo wir mit Dirty Facts und Minger Kings so angefangen haben, die haben halt mitbekommen, dass wir mit Feinkost viele Tracks gemacht haben und so. Und die haben dann immer uns gefragt, hey, können wir Interview machen? Und ich habe wirklich den halben Feinkost-Clan gefragt so. Also mit 3 bin ich richtig gut befreundet so. Und ich habe wirklich so gefragt und so wirklich so, komm, so ein bisschen überredet. Die sind da so, für was? Nee, und das ist gar nicht mal so auf arrogant. Die haben wirklich einfach keinen Bock. Die sind auch ganz andere Menschen so. Das ist, und die leben in einer ganz anderen Welt als sonst was. Und das fand ich auch immer so geil. Das Dorn im dritten Auge, das Album, hat ja auch damals so eingeschlagen, weil die einfach gesagt haben, wir machen das jetzt, was wir wollen und wir scheißen auf Hip-Hop. Und zwar nicht im arroganten Sinne so, ich scheiß auf euren Hip-Hop, sondern so, wir probieren mal was ganz Verrücktes aus. Und das hat furchtbar geklappt. Und deswegen ist es so, wenn man, die hatten ja so Interviews bei Backspin und Juice und da hast du eigentlich nur immer gelesen, wie sie die Interviewleute fragen. Aber ich habe schon echt oft probiert, und wenn, also ich sag's mal so, mit den Burns, also 2018 auch, wenn ich richtig gut mit Freunden telefonieren fast jeden Tag, so, wenn ich das bei dem nicht schaffe, kann ich es unmöglich mir vorstellen. Nicht mal, glaube ich, wenn du sagst, ja gut, ich schätze mal, wenn du dem sagst, hey, du kriegst 300 Euro, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, okay. Aber ja, der Feinkost lässt sich nicht interviewen, das ist... Die, ja, was ich halt bei Feinkost so krass finde, ist, dass sogar Leute wie Sido und Savas und so, die geben ja auch Props, weißt du so? Die sagen ja, hey Digga, damals, also wo wir angefangen haben, war die Inspiration Feinkost Paranoia und so. Und ja, ja. Ich finde, dafür kommen die halt einfach krass zu kurz. Servus Neus. Neus auch. Hey, ist unheimlich. Zum Beispiel die Sekte, da kenne ich den Vokalmatador ziemlich gut so. Der hat mir Sachen gebeichtet, so wo ich mir gedacht habe, wenn das die Welt wüsste. So. Er war ja damals so, weißt schon, so Sekte hat so München gehatet. Und dann war es halt so, dass ich mit dem Vokalmatador so ein paar Mal Party gemacht habe so, und dann haben wir über alles geredet und dann hat er gesagt, hey, Alfie, ich sag dir jetzt was unter uns. Wenn wir einen Auftritt in München hatten, haben wir im Auto Feinkost gehört, so auf dem Weg dorthin und sowas. Ich so, jetzt ohne Scheiß, also ja, ja, so, das musst du dir mal geben. So, schon so heimlich auf dem Weg nach München, Berliner hören, Feinkost, so krass, okay. Digga, die hat alles, der komplette Berliner Underground. Du bist gerade voll leise irgendwie. Nicht, dass ich abkack, Alter, was? Besser? Besser? Ja, irgendwie gerade nicht. Scheiße. Vielleicht, ich weiß. Aber hörst du mich gut? Ich höre dich top, Digga. Ich höre dich krass, top. Okay, was ist denn das jetzt? Ich höre dich gar nicht mehr irgendwie. Vielleicht wirst du alt. Was? Vielleicht wirst du alt. Na, mein Handy spinnt. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. Ja, cooles Alter, ich bin 35. Ich muss jetzt sowieso raus, meine Ex. Macht es, das kackt gerade wieder rein. Alfie, Quatsch mit Buschbeier. So, eins, haut's euch rein. Mach Peace, Digga, bis dann. Alfie, cooler Typ, Leute. Alfie, doper Kerl, krasser Rapper, Alter. Neues Diskussionsrunde. Leider nicht, Digga. Weiß ich nicht. Neues, willst du reinkommen? Wer will als nächstes reinkommen? Ich bin am Start. Wer ist noch in der Runde, Freunde? Wer hat Bock? Ruska? Kandala, schick mir eine Anfrage, komm mal rein. Kennst du Alfie noch? Der Typ, Digga, rappt jeden im Boden Freestyle. Schick mir mal eine Anfrage. Ja, komm rein, Kandalski. Du bist ja eh gerade mitten im Battle. Du musst mir eine Anfrage schicken, Kandala.
Mr. One Take, du kommst später auch noch, wenn du möchtest. Maxi, Servus. Alles klar. Geh mal raus aus dem Chat, Kandala, und geh dann wieder rein. Und dann steht da Anfrage senden. Und dann sende mir eine Anfrage. Einfach kurz verlassen und wieder rein. MPL Maxim auch am Start. Servus. Previs, gute Nacht. Ah, jetzt ist er am Start. Super. Ja, Previs, hau rein. Peace out, Digga. Alter, Digga. Alles klar? Hey. Ja, Digga. Okay. Alles gut? Gerade aus der Arbeit, heute einen dicken Aufbau gehabt beim BR und ja, ein bisschen müde. 3 Tage hintereinander jetzt geschuftet. Aber ich muss ein bisschen Geld einspielen, weißt du? Man lebt ja nicht vom Brot allein, darum. Bei mir geht's nächste Woche auch wieder los mit Arbeit. Ja, was geht? Was machst du? Lager. Ich arbeite ja, im Lager. Immerhin. Ich glaube, jede Arbeit ist zurzeit gut, weißt du, was ich meine? Auch ja, so gut, aber man darf da nicht wählerisch sein, weißt du? Ja, Digga, ohne Scheiß. Ich bin da echt, ich bin auch immer froh, Digga. Ich bin nur am Zocken, weißt du, was ich meine? Ich bin froh, wenn ich arbeiten kann, Digga. Glaub sonst ich dir. Alles gut? Sonst alles gut, ja. Das Ding hat ja gestartet heute, der Battle. Mal schauen. Das Voting Battle, ja. Auf jeden Fall. Wurde ja da einfach so reingeschmissen, so, aber wird schon. Mit wem nochmal? Mit Myko. Myko, ja. Wie steht's gerade? Verfolgst du das? Boah, vorn war er leicht vorne, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht mehr geschaut. Ich bin jetzt erstmal heimgefahren, habe mich fertig gemacht, ein bisschen was gegessen. Und dann habe ich euch noch zugehört. Digga, ich war bei. Ist auch nicht so wichtig. Ist so. Das ist ein Spaß, das ist Support für die Münchner, das ist ganz okay. Ja, ich finde es auch ganz lustig eigentlich. Aber es ist halt, es ist spannend, Digga, weißt du, Lockdown, Digga, ich habe das schon mitgefiebert. Ich fand's lustig. Bei mir war richtiger Kampf, Alter. Ich hab's gesehen, ja. Ich habe ja auch noch. Wir haben ja noch viel aktiviert, so dass du da gerade die Kurve kriegst. So. Ja. Verstehst? Nicht ohne. Nicht verlieren, Digga. Ich wollte einfach nicht verlieren. Aber ja, danke, Leute. Danke. Der Support ist da. Ich werde für dich auch nochmal Welle machen. Mach das. Ein bisschen supportet, Digga. Schauen wir mal, was da passiert. Was geht in Berlin? Erzähl. Ach ja, alles easy, Digga. Hier ist halt chillig. Ist halt genau das gleiche wie in München, Digga. Rumgegammelt. Ja, weißt du? Ja, ich war oft in Berliner und. Jetzt ist wahrscheinlich derselbe Scheiß. Alle laufen uns mit Masken rum und man kann nichts machen. Wie ist es da? Ja, hier auch, Alter. Auch richtig Masken. Streng, oder? Egal, wo du hingehst. Ja, was mir halt einfach aufgefallen ist, Digga, hier sind halt noch ein bisschen mehr Corona-Leugner unterwegs. Weißt du so? Und dadurch, die weigern sich dann schon noch ein bisschen mehr. Und hier ist okay. Alles auch ein bisschen lockerer so. Und ich glaube, in München kriegst du halt schon mehr Strafe, wenn du halt Scheiße machst. Weißt du so? Die greifen da viel härter durch und hier ist das alles so ein bisschen lockerer. Deswegen, ja. Hast du in Schweden gehört, Alter? Die machen ganz normal so, als ob nichts gewesen wäre fast, habe ich das Gefühl. Weil ein Spätzle von mir ist drüben, der macht ein Praktikum dort. Und der sagt, der kann dann noch ins Café gehen und so, weißt du, ohne Probleme. Obwohl die einen der höchsten Zahlen haben. Also ich verstehe sowas auch nicht irgendwie. Echt? Jetzt sterben die da weg, Alter, oder alle, was? Ja, hohe Ansteckzahlen haben die halt, weißt du, so. Ja, die jetzt, sind irgendwie behindert. Jetzt muss auch mal der Letzte irgendwie begreifen, dass das kein Spaß mehr ist, weißt du? Ja, Digga, ich check's auch nicht so, hey Leute, man bleibt doch einfach zu Hause, gammelt rum, weißt du, was ich meine, holt euch eine Playstation und eine Freundin, alles okay, weißt du? Aber ich verstehe nicht, warum die Leute so auf Zwang, Digga. Deine Freundin holen, Alter, das ist keine Chance gerade. Mein Bett ist schon lange leer hier, weißt du, so nix, weißt du? Jeder Topf findet einen Deckel. Das sowieso. Aber gerade, ja gut, ich konzentriere mich jetzt auf andere Sachen, so. Ja, arbeite ich. Album, Digga? Ist fertig, wir müssen nur ein Video drehen, das ist ja das nächste Problem, weißt du. Jetzt haben wir mal einen Termin am 20. in Ingolstadt in dem Studio. Und dann schauen wir mal. Da dürfen wir zu fünft sein mit Kameramann und wir sind ja 3 schon alleine. Müssen wir eigentlich auch alles selber aufbauen, den ganzen Shit alles selber machen, aber macht ja auch Spaß. Ja, back to the roots. Nimm doch mal den Dings, Alter, diesen von dem Ramon, den Homie, den kleinen. Der ist super für so draußen auf jeden Fall. Also er hat mir schon gesagt, dass er mir hilft auf jeden Fall, aber du kannst ja nicht wirklich was drehen. Ja? Du kannst ja dann alleine irgendwo rumlaufen.
macht ja auch nicht wirklich Sinn, ne? Ja, ich fand den eigentlich ganz cool. Also ich war eigentlich auch da. Der ist gut, dabei, Mann, so. Der ist die Zukunft, Mann, die Jungs. Die sind echt gut. Also schwer, ja, beeindruckt. Wollte den eigentlich auch anfragen für mein Album, aber dann war ich irgendwie schon durch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Irgendwie sind die Jungs so auch gehackt worden oder so. Da gibt es irgendwie so einen schlimmen Finger, der gerade sein Unwesen treibt und Leuten irgendwie Klicks aufpasst und solche Sachen. Ja, Digga, die kaufen irgendwie Follower, damit sie irgendwie geblockt werden und als Fake-Profil angezeigt werden und so. Alles halt ein bisschen crazy. Ey, wir haben Support für den Süden im Chat. Krass. Ja, es geht ab. Vielen Dank nochmal für die Chance, Opportunity, die ihr mir gegeben habt. Nette Sache. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Aber ich gönn's jeden, weißt du, wenn Myko gewinnt, gewinnt er, dann gönn ich's ihm genauso. Digga, ich hab mir von Anfang an... Verstehst du? Warum haben wir nicht gewettet, Alter? Darauf hätte man wetten können. Ich schwör's dir, wetten. Ich bin kein Wetter, weißt du. Ich verstehe nicht, wie man sein Geld raushauen kann. So, das ist ja dasselbe, wie wenn du es einfach aus dem Fenster wirfst, so, weißt du. Wetten ist immer so, Spielen macht nicht glücklich, weißt du, im Endeffekt. Ich kenne Leute, die sind hochverschuldet mit über 100.000 in der Miese, weißt du, weil sie nicht aufhören können zu spielen. Das ist eine Krankheit. Ja. Wenn man mal so eine Fußballwette macht, hier, das ist okay, aber dabei bleibt es ja meistens nicht, das ist das. Verstehst du? Also, ja, die Gamme, werden verkauft. Schön in die Sparbüchse. Ich werfe jeden Cent in meine Picky Bank, weißt du, was ich meine? Hast du noch nie gezockt anständig? Ich war in Las Vegas sogar und habe, ich glaube, 2 Quarter habe ich in einarmigen Bandit geworfen, das war's. Das war ja, aber ansonsten, wenn man nicht zockt. Mein Kollege hat irgendwie Poker gespielt, hat gleich in 2 Stunden 600 Euro verloren, wo ich mir denke, Alter, das ist deine Reisekasse. Und dann ist er, war er nur am Betteln die ganze Zeit so, weißt du, weil er kein Geld mehr hat. Das ist auch nicht Sinn der Sache, dass du in Urlaub fliegst und dann kommst du mal nach Las Vegas. Ja, wir haben so einen Roadtrip gemacht. Wir haben angefangen in Vegas, San Diego und dann nach L.A. Und ja, der hat in L.A. schon fast sein ganzes Geld verspielt, weil wir direkt im Rockstar Hotel waren und du kommst halt aus dem Zimmer direkt ins Casino, weißt du, du hast gar keine andere Wahl. Und das Krasse ist, da war so ein Typ, der war da gesessen. Es gibt keine Uhren da drin, weißt du, es ist stockdunkel. Die bringen dir Getränke, du darfst rauchen. Überall ist Rauchverbot, aber im Casino darfst du rauchen. Ja, weil mit jeder Zigarette, die du da rausgehst, sind es 6 bis 7 Minuten, die du da nicht am Zocken bist. Die sind schon schlau. Und wir kamen nach 6 Stunden wieder und der Typ hockt immer noch am selben Stuhl und zockt, weißt du, sich mal. Das ist schon crazy. Nee, so zocken, da habe ich gar nichts davon. So. Also es gibt, ich fülle mal gerne einen Lottoschein aus, so alle Monate oder sowas, aber das war's auch, weißt du. Kauf mir mal ein Brot oder so für 1 Euro, das war's. Lieber PlayStation. Verstehst du. Poker Slim, was geht ab? Willst du über Beef reden? Mal kurz eine Frage in den Chat. Wer will mit mir über Beef reden? Mike Machine ist am Start. Es geht ab, Mike, my man. Unser Album kommt auch bald raus, wird ein fettes Ding. Mike ist ein sehr talentierter, unglaublich guter Musiker und ich schätze ihn sehr, auch als Freund. Also wir sind da ganz dick und ihr werdet noch viel hören. So. Koka, willst du mit mir in den Chat kommen und mit mir über Beef reden? What up? Mike, my man. Koka, was geht ab? Geht's dir gut? Lange nicht gesehen, Brother. Hat jemand meinen Hamster Beef gesehen? Ja. Über Weed, Mann, nicht über Beef. Nein, Spaß. Ah, Koka ist ein guter Junge, Mann. Ich mag den echt gerne. Hast du gesehen, Hast du gesehen, wie die gefickt haben, Münchner Gesindel? Wie bitte? Hast du dieses Münchner Gesindel-Ding mitbekommen von denen? Ein bisschen, ja. Und ich habe das schon so mitverfolgt. Das hat ja auch mit dem Shit zu tun gehabt, oder? Wo ich vorhin angesprochen habe. So ein bisschen, ja. Nicht wirklich, weißt du, ich bin so ein Oldschooler, ich bin nicht jeden Tag im Netz und schaue mir alles an, so, da habe ich einfach keine Zeit, weißt du, die Zeit, ich habe immer was zu tun und dann bin ich 2-3 Mal am Tag drin und schaue kurz, aber so, das alles mitzuverfolgen,
da fehlt mir einfach die Zeit so, weißt du? Ja, ist ich bin immer busy, Mann, immer busy, du weißt. Wir haben 3 Stunden Video gemacht, ich habe mir auch nicht alles angeschaut. Aber Bro, ich hole mal kurz den Koka rein, okay? Alles klar. Dann viel Spaß, gell? Hab mich gefreut. Lass mal privat telefonieren die Tage. Ja, machen wir auf jeden, Digga. Bleib einfach in der Leitung. Also ich bin da, ich höre mich im Chat so, genau. John Love. Ja. Ich versuche Poker reinzuholen. Bro, Habibi, hab dich lieb, du weißt. Bleib gesund. Du auch. Bis dann, Digga. Ciao. Okay. Poker, was geht ab? Wie kann ich dich hier reinholen? Anfrage gesendet. Okay, hier. Ich bin wie so ein Rentner, wenn es um diese Live-Sache geht. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben heute live. Hey, was geht ab? Was geht? Alles gut. Alles klar, Digga. Ja, aber ein bisschen schnupfen gerade, aber alles gut. Kein Corona, hoffe ich. Nee, Mann. Ich bin Corona. Ich bin immun, Alter. Ja. Ja. Ohne Impfung. Es gibt kein Corona, gell? Doch, es gibt schon Corona, glaube ich. Klar gibt es Corona, aber ich glaube, ich bin immun. Gott sei Dank. Okay, ich sehe also, aber dann den einen oder anderen Facebook-Post so. Ja, die Maßnahmen sind halt ein bisschen komisch, aber so, ich glaube, es gibt schon Corona, so wie es AIDS gibt. Weißt du? So ein bisschen, undercover so. Wenn es halt jemanden erwischt, ist halt madig. Aber ich glaube, so dieses Ganze, diese Panikmache ist schon sehr groß. Aber ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufmachen online, Digga. Sonst ist mein Leben gefickt, wenn jemand... Ja, besser. Was geht bei dir ab, Alter? Was geht in Berlin? Ach, Digga. Dann darf auf jeden Fall schöne Grüße zurück, Alter, Mann. Der hat sehr nice über mich geredet, Alter. So, Dankeschön, auf jeden Fall. Kandala? Beste für ihn. Ja. Zurückgeben, ja. Alter. Bester Mann, Alter. Top-Typ, Digga, ja. Viel, viel mir gestartet. Mit jedem, Digga. Der hat ganz München auf seinen Schultern, Digga. Ja, aber, Digga, bei mir Berlin, ich sag ganz ehrlich, es ist nicht anders als in München, ehrlich gesagt. Ja, normal. Es ist Lockdown, das. Digga. Ich gammel viel zu Hause. So. Viel entspannter als in München, würde ich mal sagen, oder? Ja, nicht so hart und streng, aber ich war in München auch in letzter Zeit halt immer nur zu Hause eigentlich, aber gezockt oder so. Und genau das Gleiche mache ich hier auch, Digga. Meine Freundin studiert von zu Hause aus. Ich kam mit, weißt du, alles cool so. Ja, kein alles Stress. Zu Hause. Bad Office. Ja, Mann. Bad Office. Ja, chill. Bin Pro Evolution Soccer am Spielen. Red Dead Redemption habe ich jetzt angefangen. Pro Evolution habe ich auch angefangen wieder, Digga. Ich bin wieder umgeswitcht von FIFA auf Pro Evo zurück. Das ist viel geiler als FIFA, Digga. Ich mache jetzt ein Album. Ich nenne das von FIFA zu Pro Evo zurück. Nein, weil ich habe früher Pro Evo gezockt und dann kennst du es so 2009, dann ist es so stehen geblieben ein bisschen. Es war halt nichts mehr so spektakulär und FIFA wurde halt dann wieder so ein bisschen taktischer. Ja, Mann. Und dann jetzt hat irgendwie FIFA voll reingeschissen, weil ich habe Ultimate immer wieder ein bisschen gezockt, aber da habe ich ein Trauma bekommen, Alter, weil das ist Lebensaufgabe. Und jetzt haben wir Pro Evo wieder gezockt und es ist echt nice, Mann. Das ist schon sehr realistisch. Also. Der Pro Evolution, vom Spiel her ist es echt viel realistischer. Aber ey, Ultimate hat auch mein Leben gefickt. Ich habe mich darunter gehasselt, irgendwann bis in die dritte Liga. Und, Digga, am Ende habe ich angefangen, Geld dafür auszugeben. Und dann habe ich mir so gedacht, scheiße, Alter. Ja, und da fängt es an, Alter. Da habe ich keinen Bock drauf. Da sind nur noch Leute drin. So. Du arbeitest dir die ganze Woche. Das ist Arbeit, ne? Du musst ja diese Squad-Battles zocken und dann online diese Rivals zocken und hier und da und dies und das. Und überall musst du immer punkten. So. Und es ist irgendwann belastend. Es wird irgendwann echt belastend. Ich weiß nicht, wie viel Controller draufgegangen sind. Jetzt einfach nur Pro Evo, so 1-1 gegen Spätzle zocken. Hier steht jetzt so ein Countdown, Digga, oben bei mir. Wie viele Sekunden? Ja, da musst du neu starten, weil wenn du schon eine Stunde drin bist, dann musst du... Noch 1:30. Ja, hey Leute, ich mach nochmal neu und dann komm nochmal rein, okay? Okay, alles klar. Dann bis gleich, Habibis.